So, nachdem wir die schöne Fracht abgeladen haben, können wir jetzt auch mal ein bisschen zurück. Geht's wieder zurück nach München. Aber wir machen noch einen Schlenker. Ich will mir diesen LKW da noch angucken, weil ich denke, der ist nämlich dreckig. Der ist dreckig. Perfekt. Also habe ich doch. War es doch der richtige Mod. Update, ehrlich? Also mein Discord updatet sich immer abnormal, normal. Da musst du vielleicht mal in den Einstellungen reingehen. Dass du das Auto wie nett, wie man hier behandelt wird, ey. Dankeschön, mein Lieber. Schön, dass du da bist. So, meint ihr, das wird was? Moin, moin. So. Schön, dass du auf jeden Fall da bist. Ja, wie gesagt, du musst unter Updates gucken. Dann sollte sich das auch beim Start automatisch die Updates ziehen. Zumindest mache ich das. Weil heute Morgen hat nämlich wieder die ganzen Benachrichtigungen mit reingenommen und ja. Schön, dass. Ja, wünsche ich dir auch auf jeden Fall. Ja. Wir fahren noch nicht gerade das ganze neue Update, aber das kommt noch. Jetzt geht erstmal zurück nach Also dann bist du auf jeden Fall. Dann wirst du auf jeden Fall auch bei MC 2 Spaß haben. So, Kollege, dich lässt da keiner raus, wa? Wenn man halt DHL fährt, ne? Dann lässt wohl keiner raus. Gehen auf jeden Fall Grüße zurück in dein Ländle. Falls du. Ganz wichtig, falls du am 23. auch noch vorbeischauen möchtest, die Tage, ne? Wäre jetzt nämlich sehr interessant. Ah, das zeige ich dir dann direkt nach der Tour. Ich muss gerade was suchen. Hoppala. Ah, doch, wir sind richtig. Wenn du unten aufs Zahnrädchen klickst, ja, wenn du im Discord drin bist. Da sind die ganzen Einstellungen drin. Und da irgendwo dürften auch die Updates stehen. Komm, Kollege, ich mache nicht umsonst Platz hier. Ich stehe nur so als Rollen aus Vergnügen. Genau, am 23. findet auf jeden Fall wieder eine ETS-2-Woche statt. Das wollte ich eigentlich sagen, Klapperstorch. Da geht's hier 11 Stunden pro Tag an die an ans Werk. Da gibt's einen neuen Kunden, den wir da gucken wollen. Also in der Woche haben wir ganz schön was vor, muss ich sagen. Neuen Kunden. Also Montag fahren wir erst nach
Wir starten am Sonntag, 22 Uhr. Das heißt, wir fahren nach Triest runter, also von Stuttgart nach Triest. Wir werden uns Triest angucken, dann Richtung Madrid. Mal gucken, ob wir vielleicht dann Arcona vorbeifahren können, die überarbeitete Version. Also erst Arcona und dann vielleicht dann zum neuen Kunden, wenn wir dann das noch in den Stunden da packen. Und ja, dann handeln wir natürlich einen neuen Vertrag aus mit unserem, also wenn der Stammkunde das möchte, dass wir dann aus Mannheim die Spezialtransporte dann mit den Baumaschinen in der Nähe von Madrid dann machen, weil da gibt es ja den einen Ort, den ich hier noch nicht erkundet habe. Und wenn es dann alles möglich ist, wer gerne Spezialtransporte fahren will, Baumaschinen durch die Gegend schippern will, dann freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, das ist halt... das, was wir halt machen wollen. Ansonsten haben wir ja noch unser IKEA-Stammkunde, den wir auch immer gerne fahren. Aus Linköping, da oben. Ich glaube, damals wurde zum ersten Mal das Skandinavien-DLC rauskam, ne? Also. Ach ja. Mein Gott, 11 Jahre. Das sind fast 12. Fast 12 Jahre, wo ich ETS fahre. Oder zocken tue. Krass. Und es wird immer wieder was Neues gemacht. Freu, freu, freu. Naja. Also selbst wenn dann die ganzen Mods dann aktualisiert sind und ich die Liste dann im Fanta geschickt habe, der sie dann auf dem Server hochlädt, könnt ihr euch die ganzen Liste, also Bergs hat auch hier die auch runterladen, oder wenn ihr sie schon habt, umso besser, weil ich fahre ja dann nur mit dem Community Trailer durch und mit dem überarbeiteten Mercedes, mein Skin, YPIA. Der hat schon einen Spitzname, der schöne Schmiermisch Skin, Schmiermisch. Also ich habe nämlich hinten auf den Radkappen, also hier hinten auf den Blechteile da, wo die Radkappen drauf sind, Schraffur, schwarz-gelb und drauf steht Schmiermich mit dem Totenschädel drauf. Erinnerung für die Sattelplatte. Aber ja. So, genau. Aber wie gesagt... ladet euch dann die Mods runter, dann könnt ihr mit auf dem Server fahren. Ob wir dann einen Konvoi fahren, ja oder nein. Ich habe halt meine feste Route. Also keine Linien, ich fahre keine Linie. Und euch LKW-Fahrer wisst ja, was das heißt. Linienfahrten, das macht man nicht. Und ab 1000 Kilometer bis 1500 Kilometer, so weit fahre ich halt, ne? Das ist halt so, das Neue. Ach doch mal, ne? Verpulver nicht alles. Ich müsste gerade. Bin wieder daheim, Schatz. Alles klar. Hast du jetzt auch für morgen oder nicht? Adam, gib mal den Befehl Ausrufezeichen WOT ein.
Dann dürfte eigentlich die Modliste auch noch kommen. Oder ich habe sie noch nicht der Reihe noch eingefügt. Ne, nur für heute. Okay. Ja. Naja, gut. Kann man nichts machen, aber immerhin etwas. Zumindest hoffe ich sie nicht, dass sie meckern. Weil wenn sie meckern, dann komme ich bei denen immer vorbei. Ja, gib, wie gesagt, Adam, gib mal den Befehl Ausrufezeichen WOT ein. Dann dürfte... Sie sind aufgestiegen. Ah, danke schön. Ich weiß Bescheid. Warte mal. Nee. Warum macht denn der das jetzt wieder nicht? Du weißt, wie die sind, wenn ich morgen auch nicht zur Arbeit kommen würde. Sag mal, hat sich Stream Elements schon wieder erschaffen. Warte mal, Adam, ich schau gleich nach dem Befehl. Also unten habe ich ja doch, unten habe ich ein Panel mit den Commands eingestellt, weil normalerweise sollte der drin sein. Ach, Stream Elements, was machst du wieder mit mir? Chatbot. Nö. Er ist. Ach, kann sein, dass du eine Flüsternachricht bekommen hast. Ja, oh Gott. Was habe ich denn jetzt auf den Ohren? Ja, ich hol jetzt, gerade bei der Aufnahme hole ich jetzt keinen rein, ne? Also da musst du mir das bitte... So...